So Leute, dann sind wir zu den deutschen Meisterschaften. Wir sehen, dass einige Fahrer schon unterwegs waren. Wir sehen, dass Christopher Fink zurzeit die Bestzeit hat. Und wir sehen, am Fahrerfeld wartet keinen Toni Martin. Also es könnte heute der Tag der etwas schwächeren Zeitfahrer sein. Das heißt schwächeren mit 72. Ineos ist kein schwacher Wert, aber mit Toni Martin, der eine 83 oder so hat. Da sieht es natürlich schon dann anders aus. Wir hoffen natürlich, dass Nerz hier gut durchkommt, dass er nicht stürzt. Ich habe überhaupt gar nicht mal gesehen, dass man in Zeitfahren stürzen kann beim Spiel. Also in Wirklichkeit natürlich schon, aber im Spiel habe ich es noch nicht gesehen. Wäre mal eine Sache, wenn sie das reinmachen müssen. Also Christopher Pfingsten ist zurzeit Erster, weil er eine Tagesform hatte von plus 5. Ich hatte ihn damit 68 durchballern lassen. Das hat er bis zum Ende ja komplett gut durchgekommen und wir sehen, er ist Erster. Und jetzt haben wir natürlich Angst, hinter uns noch Simon Geschke, Sascha Süderlin, der ist natürlich auch ein guter Zeitfahrer, Koch, Michael Koch, und dann gibt es noch Klötzner und dann Nils Poltik, der vielleicht auch zu uns kommt. Wenn er das gewinnt, hätte ich kein Problem. Und Patrick Kretsch. Bei Patrick Kretsch habe ich ein bisschen Angst. Aber Christopher Pfingsten hält immer noch vor Jan Prochhoff. Brockhof, ne, heißt das so. So, wir sehen hier diesen schönen umfahrene Kurve da. So, Simon Geschke, Jascha Süderlin, Michael Koch, wir hören das Klingeln vom Facebook. Dann sitzen alle einen Kilometer auseinander. Maximilian Schachmann, der hat sich auch einen kleinen Vorsprung. Aber näher sieht ihn ja schon fast so. Ach, sehen wir, da sind 2 Kilometer Unterschied. Und hier ist nach vorne nun knapper einer. Okay, Nerz kann vielleicht auch sogar 70 ballern. Maximilian Schachmann ist auch natürlich auch kein schlechter Zeitfahrer. Sascha Süderlin sieht aus, aber Zeit verliert. Dominik Nerz kann noch Tempo gehen. Jetzt dieses Auf, Ab. Mal sehen, was der Schachmann draußen macht. Der kommt jetzt zum Ende. Jetzt kann er mal alles geben. Bestzeit 4 Sekunden vor Christopher Pfingsten. So, jetzt kommt Nerz rein. Bestzeit 55 Sekunden. So, jetzt müssen wir aufpassen. Simon Geschke ist der Nächste. Mal sehen, was Simon Geschke jetzt hierher zaubert. Aber ich finde das echt gut gemacht hier mit den Abgrenzungen. Sonst ist es komplett immer auf der anderen Spur. 1 Minute und 7 Sekunden. Sascha Süderlin. Sascha Süderlin jetzt der Nächste. Was zaubert er hier? 1 Minute Rückstand. Michael Koch jetzt. Dann Klötzner. Und dann Nils Pollitt. Und dann Kretsch. So, wir gucken. Koch. Michael Koch hat eine 75. Michael Koch, was zaubert er hin? Er zaubert... Boah, 1,28. Verliert sehr viel Zeit. Jan Klötzner. Klötzner, was macht er, Jan? Oh, 58 Sekunden. Pollitt. Der war gut dran gerade. Der könnte das Ding hier schaffen. Der hat noch viel Energie. Der zieht nochmal den Endspurt an. Er geht an. Was macht er? Was macht er? Wo auch 1 Minute. Patrick Kretsch, der ist direkt hinter. Patrick Kretsch jetzt gegen Nerz. Patrick Kretsch gegen Nerz. 1 Sekunde. What the fuck? 1 motherfucking Sekunde. Ich glaube es nicht. Alter Falter. Nerz rettet oder gewinnt das Zeitfahren und ist deutscher Meister. Oh, alter Fuck. Ist mir gerade die Spucke weg. Ich glaube nicht. 1 Sekunde. 1 Sekunde für Dominik Nerz. Der aus der Dommer Leitfrontfahrt
Trainingslager war und jetzt, ja, das Zeitfahren gewinnt. Super geil. Christopher Fings, wenn der das gewonnen hätte, hätte ich gesagt, nee, der muss seinen Vertrag kriegen. Nee. Gut, dass er das nicht gemacht hat. So, jetzt steht aber auch noch Niederlande an, ne? Müsste doch, nee, noch nicht. Nee. Niederlande haben wir keinen. So, wir haben hier, gibt es hier. Oh! Ja, Konrad unterschreibt. Geil. Geil. USA, Taylor Finney vor Van Garderen. Wieder Tom Dumoulin, natürlich einer der besten. Ja, mit 84 hast du keine Chance. Und dann noch auch in der Welt zur Zeit so gut drauf. Zweiter mit 10 Sekunden. Und klar vor Christopher Froome und Quintana. Also, es sind natürlich noch nicht die großen Berge, aber ist schön. So, nicht den besseren. Bernd Thurau zögert noch. Er hat Angebote von Exxon's CT, United, Hate, Car, Lotto, Jumbo und Cannondale. Okay, wir gehen. Paul Voss möchte gern unterschreiben. Lukas Pösseberg, yo. Und ja, oh nein, bitte nicht. Nein, Kollege. Mager, bitte. Ja, Silvio Herzklotz. Romulo, der Italiener, haben wir auch. Lukas Spengler unterschreibt auch und zögert noch. Sebastian Reichenbach zögert noch. So. Bernd Thurau zögert noch. Was ist er denn eigentlich? Wie ist er denn eigentlich zu unser Team? Möchte er überhaupt noch? Vertrag. Wir gucken mal alle, die keinen Vertrag haben für nächstes. Ne, einfach mal. Und dann gucken wir einfach mal. Bernd Thurau. Da ist er. Zufrieden. Thurau ist zufrieden. Francesco Reda. Italiener. Nein, danke. Was hat keine Werte? Österreicher Bernhard Eiselmann, der sagt, da soll nicht mal österreichischer Meister werden. So, Norwegen, Hagen, Estland, Remmel. Okay, Litauen, Navadauskas, natürlich, Luxemburg, Jempi, Derek, Drucker oder so, also keine Ahnung. Boll, Schweden, Talbinjat. Ben Smith, Daniel Martins, Gesundheitsschautons, ja, zögert noch. Marga zögert noch, hat von IRM, warte mal, IRM, BMC, oh mein Gott. Jetzt habe ich auf Abbrechen gedrückt, jetzt haben wir den Vertrag nicht, ne? Trottel, können alle schreiben, Trottel, Vollidiot, Alter. Okay. Boah. So, jetzt kommen die Rennen. Also, kurze Folge. Wir haben die letzte Folge ganz schön lang. Also, haut rein, bis dann und ciao.